an den Haaren rumspielen, mit dem Kopf wackeln oder die ganze Zeit die Augenbrauen hochziehen. Das sind Ticks vor der Kamera oder sogenannte Übersprungshandlungen. Wie man die los wird, darum geht es heute in den Haars-Hacks. Learnings aus meinem Medientraining. Hast du dich schon mal beobachtet in Videos? Hast du möglicherweise einen Tick oder irgendeine Marotte? Am besten sieht man das, wenn man die Videos mal stumm schaltet, also ohne Ton, sich nur den Menschen und die Körpersprache selber anschaut. Ich selber zum Beispiel, und das ist mir aufgefallen, als ich mich beim Vertonen mal selber gefilmt habe, fummel mir die ganze Zeit am Kopfhörer rum, obwohl der mich gar nicht stört oder der gar nicht klemmt oder so. Das ist eine klassische Übersprungshandlung, wenn ich meine Nervosität irgendwo ablassen muss oder verbergen will, dass ich irgendwie aufgeregt bin, weil vielleicht viele zuhören, weil der Text schwierig ist, dann fange ich an, hier rumzufummeln. Es ist immer gut, seine Ticks zu kennen und diese überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und ich meine Ticks hier nicht im medizinischen Sinne als Tickstörungen, sondern eben eher als Marotten oder als Übersprungshandlung, ein Begriff aus der Verhaltensforschung. Und das ist so eine Art Blitzableiter für Gefühle, wenn man eben, wie gesagt, aufgeregt oder nervös ist. Der häufigste Tick in meinen Medientrainings ist in der Tat, wenn Leute die Augen so aufreißen oder die Stirn in Falten legen und die Augenbrauen die ganze Zeit oben haben und die ganze Zeit so reden. Und das wirkt wirklich ein wenig komisch auf Zuschauende, denn die fragen sich, was will die Person von mir? Warum überbetont die ganze Zeit und warum sieht das so unnatürlich aus? Mich selber hat mal zu Urzeiten eine Sprechtrainerin darauf aufmerksam gemacht, dass ich das auch mache. Und sie sagte, wenn du das die ganze Zeit machst, ihr das auch eine Marotte, wenn du das die ganze Zeit machst, dann fehlt dir das eben als Mittel zur Betonung, ja, um etwas herauszustellen. Ich habe einen Coachee mal 4-mal seinen Liver wiederholen lassen und ich war auf seinem Ohr und habe immer wieder gesagt, deine Stirn, leg deine Stirn nicht so in Falten, entspann dich. Und Entspannung ist natürlich das Stichwort, denn man kann, wenn man weiß, dass man diese Marotte oder diesen Tick hat, sich vorher wirklich entspannen, seine Stirn massieren und sich ganz genau nochmal darauf konzentrieren, dass man das eben nicht macht. Weitere Übersprungshandlungen sind zum Beispiel nervöses Lächeln die ganze Zeit oder rausgucken aus der Kamera oder einfach so Kopfwackeln. Ja? Und eine Coachie von mir, die hat eben dieses Kopfwackelsyndrom ein wenig und ich habe ihr geraten, mach doch diesen klassischen Buchtrick, leg dir ein schweres Buch auf den Kopf und dann redest du einfach gerade in die Kamera und übst das einfach ganz oft. Oder nimmst einen leeren Joghurtbecher und der darf dann eben nicht runterfallen. Für jeden Tick gibt es eine Übung oder eine Lösung, da bin ich mir ganz sicher. Wenn dir meine Haars-Hacks gefallen, dann hinterlass mir gerne ein Follow oder ein Like, da freue ich mich. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann weißt du, wo du mich findest. Eure Silke.